Hallo und herzlich willkommen. Heute gucken wir uns mal wieder ein bisschen was zur Rettungsdienstversorgung im Landkreis Harburg an. Nachdem wir uns ja letztes Mal schon die Versorgung mit Notärzten angeguckt haben, geht es heute mal um die Versorgung mit Rettungswagen. In Niedersachsen muss ein Rettungswagen innerhalb von einer Viertelstunde vor Ort sein, und zwar in 95% der Fälle. Im Landkreis Harburg ist das nicht der Fall. Im Landkreis Harburg ist das in 88% der Fälle ungefähr der Fall. Wie kann es dazu kommen? Was sind so die Ursachen? Das wollen wir uns heute ein bisschen angucken. Ich habe dazu einfach mal ISO-Koren wieder gezeichnet mit dem Open Root Service. Und zwar habe ich genommen 13 Minuten ISO-Koren. Ja. Warum 13 Minuten? Warum nicht 15? 2 Minuten gehen einfach ab für die Dispositionszeit und die Ausrückezeit, wobei man dazu sagen muss, dass dieser Wert auf jeden Fall geschönt ist, weil eine Notrufabfrage inklusive Hängen in der Warteschleife, das Auslösen der Alarmierung mit der technischen Verzögerung, die da immer drin ist, bis die Rettungsdienstmitarbeiter immer aufstehen und zum Auto gehen und losfahren, das alles in Summe dauert etwas länger als 2 Minuten, würde ich behaupten, ohne da belastbare Daten zuzuhaben. Was hier schon sehr stark ins Auge fällt, wenn man mal hier alle Rettungswachen des Landkreises Harburg und der umliegenden Landkreise mit einbezieht. Hier ist ein großes Loch in der Mitte. Ja? Wo kommt das her? Wo will das hin? Was ist das? Dieses Loch ist einfach das Naturschutzgebiet, das große, was da drin ist. Das Gebiet um den Wilseder Berg. Hier geht eine Landstraße durch, deshalb ist der Bereich an der Landstraße noch abgedeckt, weil man hier von Schneewerding und Hützel relativ schnell rankommt. Hier oben Undelow, Wesel, Insmühlen ist alles nicht mehr so dolle. Das ist offiziell von Buchholz zu erreichen. Laut Rettungsdienstbedarfsplan sogar noch innerhalb der vorgegebenen Fristen. Die Daten sagen mir, das wird schwierig, insbesondere bei schwierigen Witterungsverhältnissen. Das muss man halt immer noch dazu sehen, dass es bei optimalen Witterungsverhältnissen die 13 Minuten angesetzt sind. Gucken wir hier, wo ist so die Grenze? Ja, Insmühlen ist so ein Bahnübergang, wenn der zu ist, ist dann auch noch blöd. Also hier Insmühlen ist schlecht abgedeckt, Wesel ist schlecht abgedeckt. Undelow ist schlecht abgedeckt. Ja, und hier natürlich die ganze Peripherie. Gut, das muss man halt auch einfach in Kauf nehmen, glaube ich, weil hier jetzt noch irgendwo eine Rettungswache reinstellen, die deckt dann nicht mehr wirklich viel ab. Man sieht aber hier gerade so der Buchholzer Bereich, der wird von mehreren Rettungswachen abgedeckt. Also wenn Buchholz mal ausverkauft ist, gibt es da immer noch genug Wachen, die dann einspringen könnten. Hier in Tosset ist das Rot schon nicht mal ganz so satt. Die Tossetter Wache deckt das ab. Ich habe im Landkreis Rothenburg jetzt nicht alle Wachen, die noch ein bisschen mit reinstrahlen, abgezeichnet. Hier gerade so entlang der A1, da sind natürlich große Vorteile zu erwarten durch Sonderrechtsfahrten. Das ist viel mehr, als man das über Land rausholen kann damit. Deshalb kann man davon ausgehen, dass so halbes Postel und sowas eigentlich auch noch mit drin ist. Genau, hier ist noch so ein Loch wieder drin. Was ist hier? Ja, wieder ein Wald. Fischbecker Heide, Wildpark Schwarze Berge, das Rotwild. Wenn das mal abgeschossen wird, da dauert das mit dem Rettungsdienst. Das ist aber alles nicht so schlimm. Hier oben das Loch, das ist in Wahrheit gar nicht da. Das ist nur, weil ich die Rettungswache in Finkenwerder nicht mit drin habe. Dieser ewige Güterbahnhof hier, insbesondere dadurch, dass die Brücke jetzt auch gesperrt ist, ist natürlich auch wieder so eine kleine Problemzone. Hier ist dann die Feuerwehr aus Harburg. Hier können so viele Wachen hinkommen, sieht man vor lauter Rot kaum mehr Straße. Hier ist auf jeden Fall ungefähr der Neuländer See, hier ist die A1 und hier ist die Feuer- und Rettungswache in Harburg. Genau, die deckt diesen Bereich noch ein bisschen mit ab, dadurch, dass die Decatur-Brücke jetzt gesperrt ist, ist es halt blöd, von der Rettungswache Seevetal da irgendwo hinzukommen. Und diese elbnahen Regionen sind auch immer ein bisschen problematisch, weil man die halt nur von einer Seite versorgen kann. Wenn auf der Seite dann die Hauptbrücke gesperrt ist, ist halt auch blöd. So, was haben wir noch für Löcher?
In Hannstedt, das ist ein problematisches Loch, weil in Hannstedt wohnen eine Menge Leute. Und dass man Hannstedt nicht erreichen kann, ist ein Problem und das muss der Landkreis lösen. Ja, hier so kleine Randgebiete, irgendwie, wenn man sagt, in Wesel kommt man nicht hin, das ist doof, aber Hannstedt, da wohnen eine Menge Leute, da gibt es viel Infrastruktur, da muss man irgendwie eine Lösung finden vom Landkreis. Weil immer von Salzhausen ist da derzeit zuständig, Salzhausen und Buchholz, da fährt man halt definitiv mehr als 13 Minuten. Bei bestem Wetter. Man kann natürlich über Land noch ein bisschen was rausholen, gerade weil hier auf diesem Stück 450 ist. Da kann man natürlich schneller fahren mit dem Rettungswagen. Ansonsten muss man auch relativ viel abbiegen. Das kostet auch alles wieder Zeit. Also so viel holt man da denn nicht raus. Also man kann schon davon ausgehen, dass Hannstedt schlecht abgedeckt ist. Dann ist hier noch so ein Loch. Ist wieder Wald. Klar kann er nicht hinsimulieren oder kommt er nicht hin, weil da keine Straßen sind. Ist auch nicht so schlimm. Denn ist hier wieder ein großes Loch. Upsala, das ist ja schon gar nicht mehr unser Landkreis. Der hört ja Gott sei Dank hier irgendwo auf. Und geht hier aber noch weiter. Das heißt, wenn Sie in Teschen oder Büdlingen wohnen, ja, viel Spaß beim Warten, ne? Ich habe hier die Rettungswache in Geesthacht mit eingezeichnet, auch mit einer 13-Minuten-Zeit. Und selbst von da aus kommt man hier angeblich nicht hin. Gut, er hat jetzt auch die 30er-Zonen, die jetzt in den Ortsdurchfahrten eingerichtet worden sind, mit drin. Da kann man dann im Effekt sicherlich auch schneller fahren. Jedenfalls nachts, tagsüber wahrscheinlich nicht, weil da auch rechts vor links ist. Und man muss halt mit dem RTW prinzipiell auch bei einer Sonderrechtsfahrt an jeder Einmündung anhalten und gucken, ob die auch einen auch wirklich gesehen haben. Ansonsten begibt sich das Personal da wieder in eine juristische Grauzone. Jo, deshalb, ja, ein großer, also Tespe wird vielleicht gelegentlich mal mit versorgt, aber da muss man natürlich auch abziehen, wenn der Disponent aus Winsen erstmal in der Rettungsleitstelle in Süd anrufen muss. Das dauert dann auch wieder ein bisschen. Und dann, was die sozusagen an Telefonzeit verbrauchen, das haben sie als Anfahrtszeit nicht mehr. Also im Effekt kann man dann auch gleich wieder den Drager RT wieder hinschicken. Genau, hier an der Ilmenau ist noch so ein bisschen nix. Ach ja, gut, meine Güte, das sind ja auch nur ein paar Felder. So, das sind so im Wesentlichen die weißen Flecke, die wir bei uns auf der Karte haben. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Detailansicht. Und gucken und schalten mal eine Rettungswache nach der anderen aus. Ich schalte jetzt mal alle aus. So, und jetzt stellen wir fest, oh, wir haben plötzlich gar keine Rettungswachen mehr. Das ist natürlich nicht wahr. Die sind ja immer noch da, ich habe sie nur ausgemacht. Die Rettungswache in Drage wird gerade heftig diskutiert. Gucken wir uns die mal an. Suchen wir sie mal hier. So, nehmen wir die. Die Rettungswache Drage deckt innerhalb der 13 Minuten Fahrzeit dieses Gebiet ab. Das heißt, Stadtgebiet Winsen komplett. Hier oben die Elbmarsch, Tespe schon nicht mehr, Büdlingen natürlich auch nicht. B404 zum Teil. Gut, meiste B404 ist nicht das Problem vom Landkreis, sondern vom Landkreis Lüneburg, der die aber auch nicht abdeckt. Im Bereich der Rettungswache Drage, die im Moment 273.000 Quadratkilometer, genau 273 Quadratkilometer abdeckt, wohnen 43.418 Einwohner. Das ist eine hochgerechnete Zahl aus den Daten dieser Karte. Das ist nicht so hundertprozentig verlässlich natürlich, das ist eine Beta-Funktion. Aber so als grobe Dimension kann man sich das schon vorstellen. Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Rettungswachen im Landkreis Harburg, dann sieht man zum Beispiel, dass in Buchholz viel mehr, nämlich 79.000 Menschen abgedeckt werden. Die Rettungswache Elsdorf deckt sogar 110.000 Leute mit ab, weil die halt viel noch von Harburg abdeckt. Rettungswache Tostedt, die deckt 58.000 Einwohner ab. Das ist dann immer noch mehr.
So Salzhausen. Salzhausen ist natürlich die absolute Dorfrettungswache. Wenn wir da reingucken, sehen wir, ups, 31.000. Also 32.000. Das heißt, Salzhausen deckt auf jeden Fall schon mal weit weniger ab als Drage von der Einwohnerzahl her. So, nun kann man natürlich viel argumentieren und Äpfel mit Birnen vergleichen. Ein neuer Standort für die Rettungswache in Drage wird gefordert. Welchen Standort nehmen wir denn da? Jetzt machen wir mal die anderen Standorte hier zu. Und suchen mal wieder unseren Drager Standort. Hier, diesen. Und wenn wir mal auf gut Glück irgendwo reingehen. Und sagen wir mal, hier oben, das ist doch verkehrsgünstig gelegen. Das nehmen wir. Zentrum nutzen, Isochoren generieren. Super. Dann stellen wir fest, dass diese Rettungswache ganz unten ist und wir viel scrollen müssen. Plötzlich decken wir 127.000 Einwohner. Wow, super toll. Dummerweise die meisten davon in Schleswig-Holstein. Also dieser Standort ist schon mal nicht so gut geeignet, offensichtlich. Obwohl wir damit jetzt auch Teschen und Büdlingen so ein bisschen mit abdecken. Und die B404 auch. Und wir können sogar nach Lüneburg-Nord fahren. Das ist super, aber dummerweise hört es so hier ein bisschen auf. Das heißt, so Stadtgebiet Winsen ist halt nicht mehr abgedeckt. Und da die Rettungswache Drage als Außenstelle der Rettungswache Winsen läuft, ist das halt blöd, wenn man sein primäres Wachgebiet nicht mehr von seiner Rettungswache erreichen kann. Also, blöde Idee. Nehmen wir weg. So, was können wir noch nehmen? Könnte natürlich jetzt sagen, wir gehen ganz nach Osten und wir machen irgendwie so ein Joint Venture mit den Lüneburgern. Genau, mit den Lüneburgern. Dafür mache ich jetzt erstmal die Lüneburger Rettungswachen wieder an. Und den Gestacht kann man auch gleich mal mit anmachen. So, hier ist noch einer aus Lüneburg, noch einer aus Lüneburg. Dann haben wir hier, was Lüneburgs und Geesthacht Rettungswachen hat. Wenn wir die Ecke sozusagen schon mal wieder ausgeleuchtet, dann sagen wir, Rettungswache Büdlingen, das klingt doch super. Als Zentrum nutzen, generieren wir ein paar Isochoren. Und dann sehen wir, oh ja, also das weiße Loch hier ist weg. Aber das ist ja alternativ zur Rettungswache Drage, also Rettungswache Drage ausmachen. Und die Rettungswache Winsen vielleicht nochmal wieder anmachen. Hier. Genau, dann stellen wir fest, ja, also die Zahl der weißen Löcher hat etwas abgenommen. Hier ist jetzt so ein bisschen Fahrenholz, weiß der Kuckuck. Ein paar Tümpel, wenn da einer reinfällt. Krümse, gut. Ist für die Krümser jetzt nicht so gut, wenn man die Rettungswache da abbaut und woanders wieder aufbaut. Drage ist halt immer noch durch Winsen einigermaßen abgedeckt. Wie viele Leute wohnen da in dem Bereich der Rettungswache Büdlingen? Ja, 25.000. Das ist nicht so doll. Damit werden wir sie wohl nicht ausgelastet bekommen, zumal die meisten noch in Lüneburg liegen. Und die Lüneburger Leitstelle ist leider, leider nicht mit der Winsener Leitstelle verbunden. Das ist ja im Landkreis Rothenburg und im Landkreis Heidekreis so, dass es zumindest so eine virtuelle Verbindung gibt. Das heißt, die Einsätze, die von den Disponenten im Landkreis Harburg aufgenommen werden, erscheinen auch bei dem in Soltau oder in, oh Gott, wo sind die denn da hinten? Auf dem Display. Zeven sind die. Ja, auf dem Display und die können sozusagen auch ihre Fahrzeuge hin und her disponieren, ohne sich sozusagen tatsächlich anrufen zu müssen und die Daten alle manuell durchgeben zu müssen. Ja. Das ist in Lüneburg nicht der Fall, deshalb Zusammenarbeit mit Lüneburg eher schwierig. Deshalb Rettungswache Büdlingen, naja, nicht wirtschaftlich, leider, leider. Gut, was machen wir jetzt? Können wir hier an die B404 reingehen? Schließlich gibt es ja in Eichholz zum Beispiel da auch noch eine Anschlussstelle. Ist noch eine Anschlussstelle? Gibt es bestimmt, kenne ich nicht, kenne mich da nicht aus, wohne da nicht. So, stellen wir die mal nach Eichholz hier, die Rettungswache. Guck mal hier. Deutsche Ölfabrik, Hähnchen und Kuh GmbH. Das sind doch alles nette Nachbarn. Die will man doch haben als Rettungswache.
So. Und wir stellen fest. Oh. Ja, also Tespe ist abgedeckt, Büdling noch nicht. Ist immerhin schon ein bisschen mehr. Aber wir gehen natürlich hier auch ewig weit nach Schleswig-Holstein wieder rüber. Die ganzen Geestach, da haben wir mit abgedeckt. Das Lüneburger Stadtgebiet hier teilweise noch mit. Ja, das ist, glaube ich, hier so unsere Isokore. Winsen-Ortszentrum immerhin noch so ein bisschen. Ja, also bis zum Krankenhaus reicht es nicht mehr, bis zum Landkreis auch nicht. Aber hier die Ostgebiete hätte ich jetzt beinahe gesagt von Winsen, die werden wir noch erreichen. Und jetzt kann man natürlich gucken, wie viele Leute wohnen da. Ist nicht so ergiebig, ja. Da wohnen nur 92.000, die meisten leider in Geestacht. Wenn man die Geestachter da mal abzieht, dann kann man sich vorstellen, dass da wahrscheinlich noch weniger Leute im Einzugsbereich wohnen als in Büdlingen. Also kurze Alternativenprüfung. Drage ist schon eigentlich gar nicht so schlecht als Standort, muss man einfach sagen. So, einen habe ich noch. Und zwar Tönhausen. Oh. Tönhausen ist relativ dicht an Winsen. Sieht man ja, kann das ganze Gebiet in Winsen hier abdecken. Kommt leider genauso schlecht nach Tespe wie alles andere und genauso schlecht nach Büdlingen wie alles andere. Dann sind hier die Moore ein bisschen abgedeckt oder die Marsch oder Geest oder was auch immer das ist. Ja, hier ist weiterhin alles abgedeckt. Ist keiner jetzt im Dunkeln plötzlich. Also außer die, die es schon immer waren. Ja, in dem Bereich von Tönhausen wohnen 50.000 Leute, also die Rettungswache wird man damit wohl auslassen können. Ja, die meisten davon sind jetzt auch tatsächlich im richtigen Landkreis. Aber das löst halt unsere Probleme auch nicht. Da könnten wir die Rettungswache auch nach Winsen stellen, weil Tönhausen hat jetzt nicht so viel, was sie zusätzlich abdecken. Das, was jetzt hier so semi-mäßig blinkt, also so ein bisschen Moor und so. Doll ist das halt alles nicht. Ne? Ja, also was bleibt? Naja, Standort Drage halt. Ist schwierig, ist eine ländliche Region, ist ein Fluss. Fluss ist immer schwierig rüberzukommen, sind vor allem zwei Flüsse, weil das hier noch die Ilmenau gibt. Gut, da gibt es jetzt auch ein paar mehr Brücken als über die Elbe. Aber trotzdem sind solche Hahn-Land-Trennungen immer blöd. Jetzt hätte ich sie gerne alle wieder auf einmal an, aber das kann dieses Basic-Programm leider nicht. Aber die Lücke hier bei Hannstedt ist sicherlich noch im Gedächtnis. Und das ist einfach was, wo man ran muss, lieber Landkreis. Hoffe ich einfach, dass da demnächst ein bisschen was passieren wird. Man kann da wirklich im Moment die Leute nicht vernünftig versorgen mit Rettungsdienst. Sollte eigentlich nicht so vorkommen. Gerade auch, weil Hannstedt ist eine wachsende Kommune. Ja. Immer mehr Leute ziehen dahin. Es gibt immer mehr Neubaugebiete. Auch in Undelow oder in Wesel ist jetzt gerade ein neues Neubaugebiet entstanden. Und die Leute, die da wohnen, die muss man ja auch irgendwie versorgen. Stellen wir nochmal einfach, komm, weil wir haben es ja, wir stellen eine Rettungswache nach Hannelow, nimm da, nach Hannelow, genau, nach Hannstedt. Wir nehmen da den einen RTW von Buchholz, stellen den da hin, generieren die Isokoren und stellen fest: Oh, Hannstedt versorgt, Quandorf versorgt, Dirkshausen versorgt, Wesel versorgt, Undelow versorgt, super Sache. Genau, da stellen wir jetzt eine Rettungswache hin. Nur, Hannstedt ist das Land auch nicht so teuer in Hannstedt, Parkplätze sind da schwierig, ja. Also, Lessons learned, stell eine Rettungswache nach Hannstedt. Die Elbmarsch kannst du sowieso nicht vernünftig abdecken. Jo. Und ansonsten bleiben natürlich noch, um die rettungsdienstliche Versorgung überall zu verbessern, eine Maßnahme, und zwar die 2 Minuten, die am Anfang sind, oder die 2 Minuten, die keine 2 Minuten sind, sondern mehr sind, diese möglichst zu verkürzen. Das kann man machen, indem man natürlich die Wartezeit reduziert. Oder indem man ganz allgemein, also die Ausrückzeit, da wird man nichts machen können, weil vom Sofa aufstehen und zum Auto gehen oder vom Computer aufstehen zum Auto gehen, es wird immer gleich lang dauern.
Man kann die Übermittlungsgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen, dass die Melder schneller auslösen. Im Moment ist eine Latenz zu merken zwischen dem Eingang der SDS auf den Fahrzeugen und dem Auslösen der digitalen Meldeempfänger von, ja, bummelig 10 Sekunden. Da gibt es technisch sicherlich noch Möglichkeiten, da was dran zu tun. Inwiefern die jetzt aussehen, kann ich nicht sagen. Vielleicht sollte man einfach die drei Landkreise wieder trennen, dass sozusagen, wenn ich einen Einsatz alarmiere, schießt der Einsatzleitrichter die ganzen Rigs, also die ganzen Schleifen von den alarmierten Fahrzeugen raus und die werden halt über alle drei Landkreise, also Heidekreis, Rotenburg und Harburg verteilt und zwar für Feuerwehr und Rettungsdienst. Was einfach, wobei ich glaube, dass Rettungsdienst und Feuerwehr mittlerweile getrennt sind, dass sie das irgendwie umgestellt haben. Bin, wie gesagt, kein Experte für die Technik. Wird auf jeden Fall dazu führen, dass, wenn ein größerer Einsatz alarmiert wird, dass die Fahrzeuge erstmal ein bisschen warten müssen, bis das Rig durch ist. Das dauert auch so ein paar Sekunden. Mittlerweile werden die auch noch alle zweimal ausgelöst, weil es ja vor einiger Zeit dieses große Medienecho darauf gab, dass Alarmierungen nicht durchgekommen sind und jetzt wird das halt alles doppelt alarmiert. Das heißt, die Alarmierung des letzten Fahrzeuges dauert logischerweise auch doppelt so lange. Genau, man muss einfach sehen, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, da was zu tun. Und ansonsten muss man halt hier einfach die Rettungsleitstelle entlasten. Man muss ganz klar sagen, im Landkreis Harburg sind mittlerweile tagsüber, oh, wie viele Fahrzeuge? Ich glaube, also über 20 Fahrzeuge unterwegs und dazu noch Feuerwehr und das müssen halt einfach alles zwei Disponenten machen. Und wenn die da eine Krankenhausanmeldung machen und irgendwie im Landkreis oder irgendwie nach einem Rettungshubschrauber rumtelefonieren und dann nebenbei noch Notrufe annehmen sollen und noch eine vernünftige Abfrage machen sollen, vielleicht noch eine Telefonreanimation durchführen sollen, was einen Disponenten komplett bindet für im Durchschnitt na, 12, 13 Minuten, dann ist halt echt nicht mehr viel mit sinnvoll disponieren. Ja? Das heißt, da ist unbedingt der Landkreis gefordert, dass die Rettungsleitstelle da irgendwie entlastet wird. Ja, das kann man natürlich tun, indem man sich mit den anderen virtuell vernetzten Leitstellen tatsächlich mal physikalisch vernetzt, also man eine gemeinsame Leitstelle irgendwo in die Mitte baut und da vielleicht dann auch in Summe mal ein, zwei Disponenten mehr einsetzt oder die Disponenten zumindest sinnvoll aufteilt, wie das in Hamburg gemacht ist, dass es einen Call-Taker-Dispatcher-Prinzip gibt. Und das wäre natürlich eine Maßnahme, also einfach an der Leitstellendisposition ein bisschen feilen, weil man kann mit zwei Leuten nicht 20 Autos und eine Feuerwehr und weiß der Kuckuck was alles sinnvoll disponieren, das geht halt einfach nicht. Und als weiteren Punkt kann man natürlich die versuchen, diese Schattenbereiche durch First Responder abzudecken. Das läuft zum Beispiel im Bereich von Undeloh schon so ab. Also die Feuerwehr Undeloh fährt First Responder-Einsätze. Das heißt, bei allen Rettungsdiensteinsätzen mit Notarzt wird gleichzeitig die Feuerwehr mit alarmiert und die haben halt einen Defibrillator und einen Notfallrucksack und leisten dann so lange qualifizierte Erste Hilfe, bis der Regelrettungsdienst eintrifft. Das gibt es derzeit in Undeloh. Ich bin der Meinung, Hittfeld irgendwo in Rosengarten, eine Feuerwehr hat es noch. Und die Feuerwehr hier hinten, wo haben wir sie denn? In Wisted macht das auch. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr sinnvolle Sache, wird im Moment tatsächlich nur durch Spenden getragen, diese Arbeit. Ja, ist halt von der Politik zu klären, inwiefern man das vielleicht auf eine breite Basis stellen will, inwiefern man auch die Hilfsorganisationen einbinden will. Das ist in Niedersachsen derzeit gesetzlich noch nicht möglich, beziehungsweise es sind noch keine Sonderrechte für die Hilfsorganisationen freigegeben zu First Responder Einsätzen. Es gibt derzeit keine Abrechnungsbasis, auf der solche Einsätze irgendwie abgerechnet werden können. Gut, dass man damit kein Geld verdient, ist halt auch klar. Und dass die Kostenträger das nicht bezahlen wollen, ist auch klar. Und dass die Kostenträger eigentlich auch keine Rettungswagen bezahlen wollen, ist auch irgendwie klar. Aber irgendwie muss man es halt machen, weil gerade bei Einsätzen mit Kreislaufstillstand sind die Kosten hinterher für Rehabilitationsmaßnahmen oder für Intensivstationsaufenthalte
natürlich viel höher, wenn mit der Reanimation später begonnen wird oder mit der fachlich qualifizierten Reanimation später begonnen wird. Das heißt, natürlich kosten solche Maßnahmen Geld, aber sie bringen ja sozusagen auch global gesellschaftlich gesehen wieder Geld. Genau. Jetzt alle Topsetter keinen Schreck bekommen, ich habe nur die Rettungswache ausgemacht. Gut. Also ich habe ein paar Maßnahmen aufgezählt. Ich werde demnächst vielleicht nochmal ein Video machen dazu, was man noch alles machen kann, um den Rettungsdienst schneller zu machen hier im Landkreis oder generell in allen Landkreisen. Ich hoffe, jetzt erstmal einen Einblick gegeben zu haben, was die drängenden Probleme hier im Landkreis sind, wo die drängenden Probleme sind, was man mit Standorten noch verbessern könnte. Ich habe die aktuell bestehenden Standorte jetzt nicht angefasst, einfach wegen der relativ hohen Neubaukosten. Und die allermeisten Standorte sind halt auch schon ziemlich sinnvoll gewählt, muss man sagen. Da hat man sich damals wirklich Gedanken drüber gemacht. Einige sind auch historisch gewachsen, zum Beispiel an den Krankenhäusern. Ob das unbedingt sehr sinnvoll ist, die Rettungswachen direkt an die Krankenhäuser zu stellen, kann man wahrscheinlich drüber diskutieren. Viele Rettungswachen sind direkt an die Feuerwehr angeschlossen. In Tostedt ist das der Fall, in Elsdorf ist das der Fall, in Schneverdingen ist das nicht der Fall. Das war's, glaube ich, eigentlich mit den Rettungswagen an Feuerwehren. Also es gibt so ein paar Rettungswagen, die an Feuerwehren angegliedert sind. Da kann man natürlich nicht die ganze Feuerwehr mitnehmen. Und man muss halt gucken. Salzhausen, denke ich, ist so ein Punkt, wo man demnächst nochmal gucken muss, weil die Rettungswache ist halt im Zuge der Bedarfserweiterung und im Zuge der Tatsache, dass da jetzt die Kreisgesellschaft auch mit der Verwaltung eingezogen ist. Was vielleicht nur ein Provisorium ist, weil sie ja jetzt noch Winsen dazu bekommen, vielleicht auch dauerhaft ist. Auf jeden Fall wird diese Rettungswache zu klein sein. Da gibt es bislang nur einen vernünftigen, überdachten Stellplatz für mehrere Fahrzeuge. Ich glaube, zwei oder drei im Moment. Das ist auch nicht haltbar. Weiterhin. Ansonsten in Tostedt stehen die Autos beide warm und trocken. In Buchholz, die Rettungswache ist auch zu klein. Da sind jetzt Maßnahmen eingeleitet worden seitens des Landkreises. Genau, in Seevetal, die Rettungswache wird, denke ich, auch bald zu klein werden, weil jetzt noch weitere Fahrzeuge vom Roten Kreuz sozusagen aus Winsen darüber kommen. Genau, aber die Seevetaler Rettungswache ist natürlich strategisch an der Autobahn sehr gut positioniert, muss man einfach sagen. Ja, und ansonsten bleibt einfach abzuwarten, was unsere Politiker daraus machen. Hoffentlich zahlen die Kostenträger nochmal eine zusätzliche Rettungswache. Irgendwie so mein Favorit wäre ja Hannstedt. Buchholz, Südbereich ginge natürlich auch. Holm wäre eine super Sache. Da könnte man gerade für die Zeit, der in Buchholz in der Innenstadt der Verkehr einfach steht, wo man auch mit dem Rettungswagen nicht durchkommt, könnte man auch die Südbereiche von Buchholz damit vernünftig abdecken. Genau, das wären so meine Favoriten, Holm oder Hannstedt. In der Elbmarsch lässt sich nicht so viel machen. Ansonsten ist meine Empfehlung einfach gesund bleiben und den Rettungsdienst nicht brauchen. Das hilft meistens schon sehr viel weiter und ist im Landkreis hier auch die beste Variante, würde ich so sagen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Nachmittag, einen angenehmen Vormittag, eine angenehme Nacht, je nachdem, wann Sie das Video hier angesehen haben. Und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.